Gehen wir erstmal hier auf dieses gepflasterte. Ich gehe erstmal da lang. Leerer Bereich, da liegt eine Rüstung, die will ich haben. In der Ecke ist nichts. Erstmal die Rüstung. Elfen Caress. Da geht der Angriff runter. Gefällt mir nicht so. Der weg. Ja, Christel. So, noch mehr Drachenmenschen. Oder wie auch immer. Mich wundert, dass Ryudo die Intro wieder einfach mal so vernichtet hat. Weil damals war er noch nicht so stark. Die hätten ihn bestimmt locker umgebracht mit seinen 500 HP, die er hatte. Naja, damals hat er das geschafft. Fragt mich nicht wie. Was, ihr könnt Feuersäule? Das ist aber nicht nett. Das zieht einiges ab, denke ich mal. Auch 163. Immerhin. Trotzdem mache ich euch alle. Tschüss. So, da hätten wir es ja gleich wieder, ne? Nothing withstands my blade. Jo. Nochmal Kraftsam. Die Gegner finde ich wirklich toll. Die sind schön. Das ist auch das, was ich mal nach langer Zeit gebraucht habe. Hier immer dieselben Bigfoots und Twin Ogres. Oh, das ging ja schon auf den Sack schon, muss ich doch sagen. Ah, noch mehr. Gucken wir erstmal, was liegt hier noch so rum. Und hier sehe ich gerade nichts mehr. Hier sind nur noch Säulen über Säulen über Säulen. Hallo! Prima versteckt um die Ecke. Ja. Was ich auch gut finde, ist, deswegen finde ich diese Konsole auch so toll. Ne? Die PlayStation Spiele ist schon klasse. Für das, was sie leistet, wäre schon sehr effizient. Naja, die ist halt nicht wirklich so leistungsfähig. Heute vertellt mir sie, ist das jedes Navi oder jede Watch, ne, jeder Armband immer schnell leistungsfähiger, jeder Taschenrechner, aber PlayStation 2, ne, wird kaum warm und hat trotzdem doch so tolle Spielqualität. Das, naja, kann man von der PS3 wirklich nicht gerade sagen. Die macht so viel Hitze und, naja, die ersten PS3-Spiele sind mit der PS2 fast vergleichbar. Naja, ne, so. Deswegen, man kann die PS2 ist eine Konsole für alle Fälle und für jeden. Das ist ultimativ. So, natürlich habe ich jetzt wieder ein bisschen Überblick verloren, wo ich schon war und wo nicht. Deswegen gehen wir mal da über diese Brücke. Da war ich nämlich noch nicht. Und gucken, was hier noch so rumliegt. Hier liegt nichts. Oh, da liegt Gold. Komme ich jetzt so nicht hin, da muss ich durch dieses Loch da irgendwie gehen. Nee, hier geht's raus. Ich will noch nicht raus. Ich will den Goldtopf da noch haben. Deswegen gehen wir nochmal zurück. So. Auf jeden Fall sind hier keine Drachenmenschen mehr. Das ist schön. Wie komme ich jetzt nochmal zum Goldtopf? Ich meine, genau hier. So, nochmal 1500. Schön. Ach ja, Zybem, das Königreich, das ist bestimmt prunkvoll. Können wir uns dann auch erstmal hier fett ausrüsten. So, was ist hier noch so? Ist hier noch irgendwas unten drin? Nee, ne? Gut, dann sind wir mit Bereich 1 gleich durch. Wenn nämlich noch mehr kommt. Nur die Wall Hills. Oder Raulhügel? Ja, ich mir eigentlich auch mal größer vorgestellt. Naja. Oh, oh ne, da war ja nichts. Denke ich mal. Ah komm, gehen wir mal hoch, aber ich glaube nichts. Nicht, dass da was ist. Es sei denn, wir können es hier so umsehen. Das finde ich auch schade. Ich denke mal, war die Leistung der PS2 nicht ausreichend für. Das hat man auch in Grandia 1 schon gemerkt. Hat der PS1 auch ganz schön Leistung entzogen.
Die Vogelperspektiven gibt es hier nicht mehr. Das finde ich schade. Dass man von oben, das gerade hier würde ich das von sehr großen Nutzen finden. Dass man einfach mal so von oben auf das Gelände sehen kann, was ist so im Umfeld. Aber ich denke, das wäre für die PS2 vielleicht empfohlen. Das Spiel läuft so eigentlich recht flüssig. Auch wenn die Frame wahrscheinlich leicht eingebrochen wäre. Ich hätte es mir noch extrem gewünscht. Das wäre hier für die Übersicht ein Plus gewesen. So, dann gehen wir jetzt aber zu diesem kleinen Ausgang da. Ich meine, einen weiteren gab es ja nicht, ne? Es gab nur diesen einen Eingang mit diesem großen Stein an der Brücke und diese kleinere als Ausgang, ne? Bin mir echt ziemlich sicher. Geht trotzdem noch mal einmal außen rum. Das kann man hier zum Glück einwandfrei ohne Wand. Ja. Geht's jetzt weiter. Alles einkorn war hier los? Nee. Alles eingesackt. Nehme ich doch mal stark an. Falsch. Gut, Kompass. Was sagst du? Sind wir durch oder was? Wo geht's hier hin? Wall Hills 2? Ja. Okay, es geht schon im Bereich 2. Möchte ich ganz ehrlich noch nicht. 500 Gold. Ich möchte erstmal hier noch alles abgrasen, was hier noch so rumlag. Okay, es gibt also noch einen zweiten Bereich. Davon... Das war mir eigentlich klar, weil, ne, wenn es eins gibt, gibt es auch zwei. Jetzt würden es nicht benennen. Aber, was ich komisch finde, ist, dass... ja, wie soll ich sagen? Also, wie gesagt, wir kommen hier nochmal her. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer noch in derselben Konstellation ist. Alles hier. Naja, deswegen ich freue mich schon auf diesen kompletten Dungeon hier nochmal in, ja, sag mal so, der Dungeon hier, das ist der optionale Dungeon. Die Wallhills, die werden wir nochmal besuchen, wenn sie hier im Spiel einiges geschehen hat. Ja, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann werden, wie in Granja 1, auch die Gegner hier ein bisschen stärker sein. Die heißen dann nicht alle Gaia mit Vornamen, aber... Die sind dann schon ein bisschen härter. Gut. Gehen wir jetzt in Bereich 2. Gucken, ob da ein Speicherpunkt ist. Ah, ja, genau. Jetzt kommt der Bereich. Den mag ich nicht so. Den fand ich doch wirklich, ja, ein bisschen ätzend. Es gibt diese schönen Dinger und ich sag mal so, ne, die Einer Mountains, ja, Schwächenuss. Wer sich da noch erinnert an die schönen Pilze, die sind zwar überall tolle Nüsse drin, Golden Nut, haben wir noch nicht, was macht die? Die Golden Nut, die bringt uns 72 HP. Okay, das ist ein bisschen awkward. komische Zahl, aber gut. Sollte so sein. Gehen wir mal hier rechts die Boundary ab. Oh, die tun uns auch weh, das ist nicht so schön. Und hier sind Gegner drin, hurra! Wie in den Pilzen auch. Naja, machen wir die alle. Wir sollen dann nicht diese Landpumas drin sind. Ja, ich könnte mal wieder was suppeln. Doch schon ein bisschen warm geworden. We won. Yeah. Hätten wir das auch erledigt. Seed of Life. Können wir auch nochmal verwenden. Wo ist es denn? Genau. Seed of Power auch noch. Geben wir jetzt mal auch Elena ein bisschen. Ja, Seed of Life.
10 HP. Bitteschön. Ja, diese Blubberbläsen, was auch immer das sein soll. Früchte. Sind Nüsse drin, ne? Maybe it's permanent. Oh, ein Zaun ist natürlich nicht so was. Komm her, du Sack. Wir sind ja immer nur drei. Machen wir euch auch eben schnell fertig. Oder vier sind das, okay. Ich hab's nicht immer drei. Ja, hätten wir das. Mir fällt gerade nicht viel ein, was ich noch erzählen könnte. außer Bläschen, Blubberzen, Blasen. Blubberblasen, Blasen, blubberndes Blasen, Blasen, was? ja, wer kennt's nicht, ne? War schon echt uralt, der Film, ne? Oh, Judo hat nicht mehr so viel HP. Also das, was ich gerade gesülzt habe, ne? Das war, ja, wie soll ich sagen, eine Szene aus dem, wer kennt ihn noch, dem originalen SpongeBob-Kinofilm. Ey, das Blubberblasen, das Blasen, Blubberblasen war ich total bläserig und, keine Ahnung, das war ich komplett hab das nie, doch, doch, wo sie in dem Pub da den Tanzcontest gemacht haben. Okay. Ich glaube, das erste Mal, wo ich den gesehen habe, war ich 10. Das war... Ja, das war schon echt her. Ach ja, schön. Ich glaube, es war kurz... Es war sogar noch... Ja, es war noch in der Grundschulzeiten. Das war noch die schöne Zeit im Leben. Ach ja, einmal Kind sein, wer wünscht sich das nicht? Nochmal natürlich. So, Seed of was? Seed of Zeich. Ja, können wir noch verwenden. Den Mentality. Ja, Riolo braucht das definitiv. so, Gegner oder nicht? Ja, Gegner, natürlich. Nee, es kommt auch mal vor, dass wieder so ein leeres Blubberblasen, Blasen, Bläsen, Blubberell, Blasen, Ding sich hier befindet. Hier sind aber Gegner drin. Nein, ist auch leer. Was ist hier los? Überall Nieten. Du beinhältst den Nuss. Golden Nut. 72 HP. Gegner. Nein, warum ist hier alles leer? Seed of Defense. Sehr schön. Hier kann man auch gut farmen. Oh, eine Brücke. Wo geht's denn hier hin? Forward, backward? Ist das ein Side-Dungeon? Nee. Das lassen wir mal. Wir bleiben erstmal auf dem normalen Weg. Speicherpunkt. Warum ist hier ein Speicherpunkt? Das ist mir jetzt aber kurios hier. Und wir sind am Wasser. Was ist hier los? Ja, wir beleben uns. Oh, Alter. Sowas finde ich hier einfach so in so einem Gerät, Alter. Das ist ja nice. Boah, Spiel. Hammer, geil. Ey, der Weg ist verschüttet. Das ist doch asozial. Ach gut. Müssen wir wieder Sonderwege finden, ne? Gegner? Gegner. Hallo, ich darf nicht weglassen. So, dann mache ich jetzt alle. Und tschüss. Das ging schnell. Und wir haben noch ein ja, Läufer-Ohrring, Mirage-Earring gehalten. Nicht von allzu großer Bedeutung, haben wir ja schon ein paar von. Seed of Power, noch eins. Cool. Immer damit. Die laufen auch extrem wenig Gegner rum. Ne? Die sind nur in diesen Blasen irgendwie enthalten.
Komisch, ich sag's, normalerweise müsste jetzt ein Gegner irgendwo sein. Kriegt keinen auf die Schnauze, das ist doch interessant. Naja. Ich wette, irgendwo sind noch diese Pumas. Gucken wir nochmal hier. Ob hier noch was ist. Ja, hier sind noch Blasen. Gegner? Leer. Empty. Leer. Ja, mehr Sprachen kann ich nicht. Ich konnte mal Französisch, habe ich aber mit Absicht mich nicht weiter für interessiert. Habe ich quasi vergessen, weil die Sprache ist saudämlich, wird nur Scheißleger. Ja. Ich konnte mal Zeit lang recht gut Dänisch. Als mein, sag ich mal, wenn ich zwischen 10 und 15, da war ich fast immer mit meinen Eltern in Dänemark. Also, ja, so halb. Ich meine, gut Dänisch ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Sich so halb verständigen ist jetzt nicht das Problem. Ist ja mehr so Deutsch und Mischung zwischen Deutsch und Englisch. Man sagt ja auch Denglisch. Das ist böse. Ja, das waren deine Zauber, Helena. So, die weichen wieder ganz böse aus, die Viecher, das gefällt mir nicht. Ah, den habe ich vielleicht noch getroffen, den auch. Da ist einer schon mal weg. Rowan trifft meistens. Tschüss. Konter trifft allerdings mal. So, ja, schön viele Special Coins. Nice, nice. So, war jetzt noch irgendwas oder kann ich weiterziehen? Hier scheint nichts mehr zu sein. Auch diese Blasen habe ich scheinbar alle vernichtet. Die Bäume hier, halbe Orientierungspunkte. Aber wirklich sehe ich hier nichts mehr. Wie gesagt, der Bereich, der ist mir, das ist wie die Rangelberge, die sind mir so ein bisschen zu Open World-lastig. Gehen wir mal über die Brücke, weil weiter kommen wir glaube ich nicht. An dem Strand hier sah es glaube ich auch nach nichts weiter aus. Gut. Halt! Was war da? Wer von euch? Wo kamet ihr her? Hab ich euch immer übersehen oder was? Und Elena hat noch ihren Technikblock. Das ist natürlich nur so schön. Und ich schon wieder. Das ist mir zu blöd. Ich vernichte euch mit der Spezialtechnik. Das war einer, die sich gewaschen hat. Eric! Dein Part. Dafür könnt ihr nicht ausweichen, glaubt mir. Da könnt ihr noch so oft Wander machen. Sag mal, jetzt habt ihr plus 7, oder nicht? Ne, plus 5 erst. Aber gleich haben wir wahrscheinlich plus 7. Ja, das wird jetzt nichts mehr. Da muss man schon, ne? Beast King Blast! So weit hier verwenden. Diese Geschichte. Ja, das war sein One-Hit-Kill-Spruch. Allheiler-Rolle. Und Wowan hat jetzt auch Level 30 erreicht, genau wie Judo. Sehr nice. Gut. Ach, da geht's weiter. Vorher machen wir jetzt erstmal wieder kurzen Check. Nein. Bisschen heilen, ne? Und dann brauchen wir auch noch einen Zauber wie zum Beispiel Refresh, der Elena wieder ihre Tick-Ticks zurückgibt. Und dann geht es jetzt weiter über die Brücke. Was hier noch so ist. Weiß ich nicht, erstmal Weg oder Fluss. Erstmal hier zwischen Weg und Fluss. Ein bisschen auf den Wiesen hier. Ach ja. Dürfte wir eigentlich aber auch bald durch sein. Und dann sind wir auch schon in Zeit.
Zeiten gibt es einiges von zu erledigen, das kann ich so schon sagen. Da gibt es nämlich auch eine schöne Nebenquest, mit der ich mich beschäftigen werde. Allein schon wegen dem... das wird echt lustig. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Naja. Weil das wird wirklich im Original quasi, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Ich habe es nicht komplett geschafft. Es war wirklich sehr hart. Ich meine, dass ich es nicht komplett geschafft habe, aber es lohnt sich und ich habe es dieses Mal vor. Wie gesagt, es soll... Ich will ja diesmal... Halt! Halt! Was ist hier los? Controller. Controller. Was hast du hier wieder vor mit mir? Na, da sollte sowas möglichst nicht passieren in Siren. Das wäre ehrlich. So, weiter geht's, nehme ich an. Oder?